Es gibt ein neues Corsair Headset, aber leider nicht auf der Gamescom. Das ist es noch nicht, das schaut nur so ähnlich aus. Naja, das schaut aus wie ein Headset. Das neue Headset wurde uns hinter verschlossenen Türen gezeigt und niemand darf uns dazu was verraten. Deswegen schauen wir uns die Sachen hier am Corsair Stand auf der Gamescom an, die wir zeigen dürfen und die neu sind. Die da, weiß ich nicht, wenn man sie nennt, nicht besonders spektakulär sind. Corsair hat jetzt auch einen Schreibtisch. Ja, der ist aber schick, den schauen wir uns schnell an. Das ist der gute Dan von Corsair. Hi Dan. Hallöchen. Der Tisch ist neu. Was kann der Tisch außer ein Tisch sein? Er kann zum Beispiel hoch und runter fahren. Nein, im Ernst, unser Plattform 6... Das kann er im Ernst, ne? Das kann er auch im Ernst. Aber unser Plattform 6 ist jetzt brandneu und... Aber auch in Spaß. Entschuldigung, es war die letzte Unterbrechung. Alles in Ordnung, ich nehme es dir nicht krumm, wir kennen uns ja schon länger. Der Tisch an sich ist modular aufgebaut. Das bedeutet, du kannst deinen Tisch auch erweitern mit zum Beispiel Lochplattenrückwand, mit einem Rail-System, an das du deine Elgato-Komponenten, deine Lichter, deine Kamera anbringen kannst. Du kannst ihn auch in der Breite erweitern mit Zusatzplatten, Lochplatten an der Seite anbringen. Und es bietet einfach eine unheimlich große Flexibilität, was du mit deinem Tisch anstellen kannst und wie du dein Setup aufbauen, ausbauen und professionalisieren kannst. Also schmiegt sich so ein, natürlich in das Elgato-Ökosystem, kommt aber nicht unter den Elgato-Brand, sondern Corsair. Wie heißt der eigentlich? Plattform 6. Wie eben kurz erwähnt. Genau, wir haben eben auch an unsere Kollegen von Elgato gedacht, um ihnen da diese Basis für Creator anbieten zu können. Genau. Okay, außer hoch und runter fahren und Sachen an die Wand hängen, das ist alles, das fährt alles mit dem Tisch hoch und runter, denke ich mal, dieses ganze Gestell hier. Korrekt, das fährt alles mit hoch und runter. Du kannst dir natürlich auch fixe Presets einstellen für deine angenehme Arbeitshöhe, damit du nicht immer den Finger auf dem Knopf lassen musst. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Der Plattform 6 kommt auch mit einer Mehrfachstecker und USB-Anschlüssen, mit einem dedizierten Kabelmanagementsystem auf der Rückseite. Und gerade auch mit mehr Komponenten aus dem Elgato-Ökosystem kannst du auf der Rückseite der Lochplatte auch deine Kabel verlegen und routen. Also du bist nicht nur auf Einsatzhaken oder so beschränkt, sondern kannst auch mit Klettverschlüssen und Klettbändern eben die Kabel auf der Rückseite managen. Der Preisunterschied bei so höhenverstellbaren Dingen ist ja immer so das Gewicht, das einen aushält. Da liegt ja ordentlich Gewicht, erst recht, wenn da so ein Rack-System da drauf hängt. Hast du das im Kopf, wie viel der da so schafft? Also kann ich mich noch draufsetzen oder lieber nicht? Also generell im ausgefahrenen Zustand sollte sich niemand auf den Schreibtisch setzen, weil das ist immer ein bisschen kritisch. Aber wir arbeiten hier mit einem Doppelmotorsystem. Das bedeutet, dass da auch genug Power ist, um auch schwerere Lasten hochzuheben und abzusenken. Und eben auch einen massiveren Aufbau auf dem Schreibtisch zu haben. Hast du eine Kilogrenze im Kopf? Die Kilogrenze habe ich gerade nicht ganz im Kopf, aber ist definitiv handelsüblich mit einem kleinen Ticken extra. Verstehe. Okay, das Ding gibt es im edlen, schicken Walnussoptik. Nee, ist schon richtiges Holz, habe ich mir sagen lassen. Ne? Korrekt, das ist richtiges Holz. Es gibt allerdings auch eine MDF-Variante hier drüben in Schwarz zu sehen. Aber das Holz sieht natürlich schon ein bisschen schicker und edler aus. Je nachdem, das ist Geschmackssache. Soweit ich weiß, gibt es auch eine nicht höhenverstellbare Variante. Bisschen günstiger, oder? Die wird dann natürlich ein bisschen günstiger sein, aber heutzutage, wenn es ergonomisch sein soll, es ist den Invest wert. Das stimmt allerdings. Das ganze Zeug gibt es wahrscheinlich dann so individuell konfigurierbar bei Corsair, oder? Also kann man sich da Sachen aussuchen oder gibt es da feste Presets? Wir haben auch feste Presets. Du kannst dir aber dann auch in Zukunft über den Konfigurator deinen eigenen Tisch zusammenstellen. Preis, Verfügbarkeit? Verfügbarkeit ASAP, also so bald wie möglich. Und Preis, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ab 800 Euro. Na klar, dass das nicht günstig wird, aber naja gut, gutes Zeug kostet halt. Alles klar, Dan, vielen Dank und ja, schöne Gamescom noch. Ebenfalls.